schauen wir mal dem Ralf Walland über die Schulter, dieselbe Szene nochmal. Hier bremst er sich auf die Hairpin hin, trifft ganz leicht den Lehmann. Das reicht aber schon, um ihn aus dem Gleichgewicht zu bringen. Und Heckkamera, da sieht man, wie ihm der Arsch weggeht. Und schwupp ist der Hittel durch. Aber der Lehmann hat überhaupt keine Zeit, sich um seinen Lenkrad zu kümmern. Jetzt kriegt er nämlich schon wieder Druck. Und zwar ist es der Deschler, der da im Nacken sitzt. Und der Andreas ist auf 2. Ah, jetzt haben wir nicht gesehen, wie das zustande kam, aber sah so aus, als wäre der Jochen schon ziemlich weit außen gewesen und der Gerd... Oh! Da geht's aber auch hart um Platz 3 zur Sache. Jetzt aber es kommt an Linkskurve. Waren wir beide am Abfliegen. Also ich habe mit... Und das macht natürlich auch einen riesen Bock. Für die, die noch nie Sim Racing gemacht haben oder nicht auf der Hardcore-Ebene. Wir, die geben es sich ordentlich mit den GT-Wagen. Mit. Aber hier, die beiden machen das wunderbar. Geduld ist halt auch eine Tugend, die man hier beherrschen muss. Gute Sicherheit. Oi, Schiff Alex. 1,44, 1,44. Oh, Rudi, da hast du die Kiste gerade in die Mauer gesetzt. Und das war's. Mal, hart, das, aber fair, sag okay, ich mal. Das war okay, das war okay. Hart, aber fair. Aber jetzt kommt der Konter. Pass auf. Nee. Bergauf kommt da gleich gar nichts. Wenn er es einmal durch die Piste Toffer schafft, da hoch. Ja, pass auf, du hast recht. In. Du hast recht. Aber die Toff. Nee, das war's. Donnerwetter, Hut ab, geile Nummer. In den. Elmer Erlekotter auf 2 und echt die härteste Sau auf diesem Planeten. Wovon sie auch nicht mehr, wo er ist. Alex Krause, du gewinnst verdammt nochmal dieses Rennen.